Hallo, herzlich willkommen zurück hier in meinem kleinen Büro an der Dänisch-Technischen Universität und heute mit einem Thema. Ich hoffe, es ist nicht kontrovers. Ich weiß, dass es zu diesem Thema absolut konträre Meinungen gibt, aber ich finde, beide Meinungen oder alle Meinungen zu diesem Thema hören einfach gehört. Ohne dass es dazu zu ja, Kontroversen kommt, dass wir hier mit einem Hauen und Stechen anfangen. Das will ich auf keinen Fall. Ich hätte nur gerne vielleicht meine Sicht der Dinge mal dargestellt und vielleicht in einem Kommentar unten eure Sicht der Dinge ganz nüchtern und unaufgeregt gehört. Mir geht es relativ häufig so, ja, ne, Frau in MINT. Also im Bereich Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Und da gibt es dann durchaus so Kommentare wie, na, du als Frau musstest doch im MINT-Bereich einfacher haben. Gab es im Laufe der letzten 10, 15 Jahre durchaus mehr als einmal oder so nach dem Motto, naja, du als Frau. Oder auch umgekehrt, oh, warum hast denn sowas Schweres studiert? Wo ich dann jedes Mal schon Wände hochgehen kann, weil sowas Schweres studiert, ist, glaube ich, absolut Ansichtssache. Für mich wäre sowas Schweres studiert eher Medizin gewesen oder alte Sprachen. Das wäre für mich ein schweres Studium gewesen. Mein eigenes Studium fand ich nie als schwer. So viel vielleicht dazu. Umgekehrt sagt jemand, dem Fremdsprachen leicht fallen, hallo? Altgriechisch, klar, mache ich Altgriechisch, ist überhaupt kein Problem. Oder ne, ich ziehe problemlos nach Dänemark, in einem halben Jahr spreche ich fließend Dänisch. Dann kommt jemand wie ich und sagt, ja, das könnte bei mir viele Jahre dauern. Also, was jedem leicht oder schwer fällt, ich glaube, da sind sich doch wohl alle einig, ist absolut eine persönliche Gegebenheit. Jeder von euch hat sicherlich irgendein Thema, was ihm schon in der Schule oder in der Ausbildung später, im späteren Berufsleben oder auch in dem Studium schwer gefallen ist und andererseits andere Sachen, die ihm leicht gefallen sind. Von daher, ich glaube, da gibt es keinen Bedarf zu diskutieren. Aber diese Implikation, so du als Frau müsstest es doch in der Physik super einfach gehabt haben, sage ich immer, wieso? Und ja, im Allgemeinen die Leute, die sagen, du musst es einfach haben oder einfach gehabt haben, frage ich dann auch ganz direkt, wieso? Und häufig kommt dann, naja, Frauen werden doch besonders gefördert und bevorzugt genommen. Da sage ich mal, okay, ja, ich weiß. In einer ganzen Menge Ausschreibungen habe ich diesen Passus, ne, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt genommen, insbesondere so in Fachbereichen, wo Frauen unterrepräsentiert sind. Das ist für mich dann immer die Frage, was ist eine Unterrepräsentation? In der Bevölkerung sagen wir, haben wir grob 50% Frauen, 50% Männer. Aber wie sieht es konkret in den verschiedenen Studienfächern aus? Und wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass natürlich die Anzahl der jungen Frauen, die ein Studium, sagen wir, in technischer Richtung anfangen, geringer ist als die der jungen Männer. Umgekehrt, wenn es in Richtung Soziologie geht, Biologie wesentlich mehr Frauen häufig, nicht immer, aber häufig als Männer. Das heißt, ne, wir haben je nach Studiengang eine ganz andere Basis, wie viele Studenten männlich oder weiblich sind, ohne dass irgendwer gezwungen wird, irgendwas zu studieren. Das heißt, ich gehe mal davon aus, all unsere Studenten studieren das, was sie studieren, freiwillig. Gut. Der eine oder andere ist vielleicht durch seine Eltern, seine Familie, durch Freunde in so einen Studiengang hineingeraten und sagt dann, ja, so ganz 100% freiwillig, ne, ich bin irgendwie davon überzeugt worden, dass das eine gute Idee ist, aber im Großen und Ganzen, jeder studiert sein Studienfach freiwillig. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das erstmal so die grundlegenden Zahlen sind, die wir haben. Und die sagen eindeutig, dass bei den Ingenieurwissenschaften wir einen ganz kleinen Frauenanteil haben.
ist das gut oder schlecht? Ich sage immer, das ist halt so. Und natürlich kann man da ein bisschen was dran machen, indem man einfach Mädels schon im Kindergarten vielleicht für ein bisschen Technik interessiert und nicht so, ja, was ich häufig immer noch leider sowohl von Eltern als auch so von Lehrern, ja, bis hin einfach so Bekannte, so nach dem Motto, naja, Mathe mochte ich noch nie, ach, Physik und Chemie, das war doch immer schwer. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Sachen, die wir als Gesellschaft machen. Ich persönlich nicht, aber viel zu viele Leute, Kindern damit im Prinzip zu implizieren, das ist schwer, braucht ihr gar nicht erst anfangen. Blödsinn. Unabhängig vom Geschlecht fördert Mädchen und Jungs im frühen Kinderalter Richtung Technik, Richtung Sprachen, aber auch Richtung Kunst. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es Jungs oder Mädchen sind. Lasst die Kinder einfach entdecken, wo sie selbst Interesse dran haben und wofür sie Talent haben. Nicht alles, wofür man Interesse hat, hat man auch unbedingt Talent. Und umgekehrt. Von daher, Frühförderung absolut und 100% und absolut unabhängig vom Geschlecht. Das wäre für mich wichtig. Und dann, wie gesagt, ist jeder freiwillig eingeschrieben. Ja, da sehen wir Ungleichgewichte. Aber die finde ich dann nicht tragisch. Ich finde, es wäre absoluter Blödsinn jetzt zu sagen, oh ja, wir brauchen jetzt Quoten. Wir müssen genauso viele Männer wie Frauen in jedem Studiengang haben. Ja, das würde dazu führen, dass wir tatsächlich Menschen vorgeben müssten, was sie jetzt studieren wollen, im Sinne von, ja, das tut uns jetzt leid. Wir haben jetzt schon so viele potenzielle Studentinnen im Bereich Biologie. Tut uns leid, wir nehmen nur noch Männer an, die Bio studieren wollen. Aber wir hätten da noch Wirtschaftsmaschinenbau zu bieten. Ich glaube, jeder junge Student, jede Studentin würde da schreiend weglaufen. So nach dem Motto, ja, ich habe aber nun mal ein Interesse für Bio, jetzt soll ich da was ganz anderes. Ne, das geht einfach nicht. Also nehmen wir einfach die Studentenzahlen als Basis her für das, was in meinen Augen dann einfach die Zahlengrundlage sein muss. Und wenn wir halt einfach haben, wo wir 70% Frauenanteil haben, 30% Männeranteil, dann ist dem halt so. Und ich gehöre dann zu den Leuten, die sagen, nichts geht über eine gute Statistik. Ich bin in mehr als einer Gruppe, wo es um ja, Diversitätsstatistiken geht. Geht im Prinzip darum, zum Beispiel bei uns an der Uni zu erfassen, wer sind eigentlich unsere Mitarbeiter? Und nicht nur in Richtung Geschlecht, sondern wir möchten das breiter aufstellen. Wir wollen wirklich sehen, wer sind die Mitarbeiter? Und letztendlich geht es doch dann darum, okay, wir haben ne, so einen Prozentanteil Frauen, so einen Prozentanteil Männer in gewissen Fachrichtungen. Den nehmen wir aus den Studentenzahlen einfach mal her und gucken, wie sieht es einen drüber aus? Wie sieht es bei den Absolventen aus? Hält sich es immer noch so, ne? Stimmen die Prozentzahl mit denen überein, die wir bei den, die noch studieren, sehen? Oder kommt es vor, dass zum Beispiel Männer häufiger aufhören zu studieren oder den Studiengang wechseln? Oder die jungen Damen, egal wie rum. Wie sieht es dann noch einen drüber aus? Wie sieht es bei den Promovierenden aus? Haben wir da auch etwa die gleichen Prozentzahlen? Dann ist doch alles in bester Ordnung. Sind die Prozentzahlen deutlich anders? Dann sollte man sich fragen, warum? Wenn wir zum Beispiel einen, sagen wir, Überhang an jungen Männern haben in einem Studiengang und dann aber sehen, dass das sich bei der Promotion ausgleicht, dann sollten wir fragen, ne, ist jetzt eine Promotion für Frauen einfach nur wahnsinnig attraktiv oder ist in diesem Studiengang für Männer die Promotion einfach super unattraktiv und letztendlich hat das einen Einfluss auf die höher liegenden wissenschaftlichen Ränge. Das heißt, wie sieht es dann bei den Postdocs aus, die fertig sind mit der Promotion und sich entscheiden, an der Universität zu bleiben? Wie sieht es bei unbefristeten Mitarbeiterstellen aus? Wie sieht es dann bei den Professuren aus? Und
für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass diese Prozentzahlen, Schwankungen wird es immer geben, aber in etwa gleich sind. Heißt, wenn ich in etwa 50% Frauen- und Männeranteil in einem Fachbereich habe, im Studium, sollte sich diese 50% auch irgendwie nach oben durchreichen. Und wenn sie das eindeutig nicht tut und die eine Gruppe gegenüber der anderen immer mehr verliert, je höher man karrieremäßig kommt, dann sollten wir dringend nachfragen, warum. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als sofort loszuschreien, wir brauchen eine Quote. Nein, wir brauchen keine Quote in erster Linie. Wir müssen in erster Linie verstehen, warum Menschen gewisse Entscheidungen treffen. Und letztendlich, wenn wir dann feststellen, dass zum Beispiel an den Universitäten wir beobachten, vom Studium über die Promotion zu den Postdocs, dass in gewissen Fächern die Prozentzahl der Frauen immer weiter abnimmt, je höher man karrieremäßig steigt, dann müssen wir einfach mal an die jungen Damen oder die jungen Damen, die nicht mehr ganz so jung sind, egal, an die Studentinnen, die Doktorandinnen, aber auch an die weiblichen Postdocs und weiblichen Mitarbeiter und ehemalige Studentinnen, ehemalige Doktorandinnen rangehen und fragen, warum habt ihr aufgehört? Hat euch eine wissenschaftliche Karriere einfach nicht interessiert? Oder war es für euch eventuell die Erfahrung der Promotion so, dass ihr gesagt habt, nee, das will ich auf keinen Fall? War es also vielleicht das Gegenteil dann von Interesse, absolutes Desinteresse an einer weiteren Karriere im Wissenschaftsbereich? Oder, das ist ja die Alternative, es muss ja nicht sein, dass ich kein Interesse an der Wissenschaft habe, vielleicht werden, ich habe jetzt das alles auf junge Damen gesagt, das Gleiche kann auch auf der anderen Seite sein, dass junge Männer karrieremäßig nicht so präsent sind wie der Anteil während des Studiums. Und da könnte es ja einfach sein, dass außerhalb der Wissenschaft so ein Zugpferd existiert. Sprich, es kann sein, dass sich die Prozentzahlen systematisch verschieben, aufgrund von kein Interesse an der Wissenschaft, kein Interesse an so einer Professur, oder einfach, dass eine der beiden Geschlechter sagt, warte mal, nee, geht mir gar nicht um die Wissenschaft. Ich wollte nur promovieren, um dann einen guten Start in die Wirtschaft zu haben. Das war von Anfang an mein Ziel. Das heißt, einfach zu erwarten, dass die Prozente überall und immer gleich sind und vielleicht sogar gleich im Sinne von 50-50, ist eine absolute Illusion. Und wie gesagt, ich bin in der Hinsicht gegen Quoten zu sagen, oh ja, wir erzwingen das Ganze jetzt. Weil dann müssen wir wirklich Menschen Vorgaben machen, was sie zu studieren haben, dass sie promovieren müssen und vielleicht auch dann hinterher sagen, ja, das tut uns jetzt leid. Wir haben jetzt 4 neue Mitarbeiterstellen, 2 bekommen Frauen, 2 bekommen Männer. Wenn sich da jetzt ausschließlich Männer bewerben, dann können wir die beiden Mitarbeiterstellen für die Männer nicht besetzen, weil wir keine für Frauen besetzen. Ist doch Unsinn. Letztendlich geht es darum, dass wir in der Wissenschaft und auch in der Wirtschaft immer die Besten haben wollen. Wir wollen nicht nur, dass unsere jungen Studenten irgendwann Karriere machen. Karriere bedeutet sowieso für jeden was anderes. Sondern wir brauchen Leute, die Interesse an ihrem Fach haben, die Ideen haben, die Innovationskraft haben. Und da sollten immer die Besten bis nach oben kommen und nicht eine Quote, wir müssen jetzt einfach mal in der Biologie, tut uns leid, Überrepräsentation von Frauen. Ja, Überrepräsentation wahrscheinlich nicht im Vergleich zu den Studentinnenanzahlen, sondern im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Aber das kann man nicht machen. Also Leuten vorzuschreiben, was sie zu studieren und zu promovieren haben, ist totaler Blödsinn. Aber ich finde es schon wichtig, so eine Statistik zu führen, um zu sehen, wie sehen die Zahlen aus? Wie entwickeln sie sich im Laufe der Zeit? Und gibt es Gründe dafür, dass sich gewisse Zahlen so entwickeln, wie sie sich entwickeln? Und dieses, oh, lasst uns versuchen, das zu verstehen, das finde ich super wichtig dabei. Ganz jenseits von irgendwelchen Ideen für irgendwelche Quoten. Ich sehe an der Kamera so meine kleine Uhr ticken.
und merke, ich habe euch eigentlich schon viel zu lange zugetextet. Wenn ihr dazu auch, egal welche Meinung habt, vielleicht seid ihr ja für Quoten, aus welchen Gründen auch immer, solange ihr das begründen könnt, ist jede Meinung, wie gesagt, zu dem Thema willkommen. Lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen, auch wenn ihr sagt, nö, habe ich mich einfach nie mit befasst, weil hat mich nie tangiert. Auch das ist eine absolut valide Ansicht zu diesem Thema. Wie gesagt, lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen oder hören. Dann bis bald. Tschüss.